Der kompakte Fermenter UDR Monotube der Wredener Energieanlagen Röhring GmbH entstand in Kooperation mit dem Institut für Siedlungswasserschaft der RWTH Aachen. Die Anlage ermöglicht kleineren Gemeinden und Städten bis 20.000 Einwohnern erstmalig, anaerob Klärschlamm zu stabilisieren. Mit der Innovation Blattgold, der Verarbeitung von Laubresthölzern und Strauchschnitten zu Brennstoffbriketts, entwickelte die Riesenbecker Netzingenieur GmbH eine Neuheit. Diese Produktion gewährleistet wirtschaftliche, unabhängige und zukunftssichere Energieversorgung für Städte und Gemeinden. Die Terex Finlay 883 3D-Kombi-Spannwellen-Siebanlage ist eine mobile Hochleistungs-Siebmaschine mit zwei Decks. Die Spalle GmbH und Co. KG aus Bocholt entwickelte und vermarktet diese Neuheit in Kooperation mit der Terex Corporation aus Westport, USA. Kern der Entwicklung ist die Integration von zwei Systemlösungen in nur einer Maschine.